dieser zweiten Frage zu Internet Governance stand die Internet-Innovation im Vordergrund und gefragt wurde, für Internet-Innovationen gibt es innerhalb der geltenden Gesetze ausreichend Raum und bestehende Gesetze müssen verändert werden, um Internet-Innovationen möglich zu machen. Zwei Drittel der Experten vertraten letztere Auffassung. Hier wurde immer wieder das Patentrecht und das Urheberrecht genannt. Beide Rechtsformen werden allgemein von den Experten als zu restriktiv empfunden. Zum Beispiel sagt einer unserer Experten, Klaus Seidel, im Urheberrecht müssen die Urheber gegenüber den Verwertern besser gestellt werden. Insbesondere muss ein Wettbewerb zwischen Verwertern um die Urheber Standard sein. Ein weiteres Problem im Urheberrecht ist, dass es allgemein von den Experten als zu restriktiv empfunden wird, dahingehend, dass der Zugang zu Informationen dadurch erschwert wird. Beim Patentrecht ist die Situation ähnlich. Dort wird die bestehende Gesetzeslage dahingehend zu restriktiv beurteilt, dass das es von den Prozessen her zu kompliziert ist, Innovationen auf den Weg zu bringen. Das Phänomen der Trivialpatente würde zunehmend auch Innovationen hemmend auswirken. Ein Drittel der Experten sagte, es sind keine gesetzlichen Änderungen nötig. Hier wurde vielmals darauf verwiesen, dass Innovationen nicht durch Gesetze gefördert werden oder beschränkt werden. Und es wurde ferner gesagt, dass es oftmals auch eine Kultur des jeweiligen Landes ist, inwiefern sie Innovationen hervorbringt.